habe da schon Veränderung gemerkt. Und ich sag mal, das hat so in so eine Ursehnsucht hat sich das bei mir, hat das getroffen. Als ob die Sehnsucht schon da war und das hat genau getroffen. Bang, und ich dachte, es geht wirklich so. Ich heiße Silke Ernst und ich habe einen Sohn, der ist 23. Und ich bin Sozialpädagogin, Suchttherapeutin und Gestalttherapeutin in Ausbildung. Und bewogen hat mich Unzufriedenheit von meiner Arbeit, dass ich gemerkt habe, das ist mir zu, die Bedingungen in der sozialen Arbeit sind so schlecht, dass die mich unzufrieden gemacht haben. Und ich sag mal, die Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, die hat geschlossen. Und jetzt habe ich das genutzt, um für mich zu gucken, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben. Also die Methode, die ich schon kannte, die mir auch ganz gut liegt, ist dieses EFT, das Klopfen. Das finde ich gut, aber ich finde auch die Fantasiereisen sehr gut. Und ich habe, glaube ich, keine. Ich finde alles, also ich glaube, dass es mir gefällt, ist dieses Gesamtpaket. Dass ich wirklich die Auswahl habe, die Methoden so zu benutzen, wie sie auch für die Kinder passen dann oder für die Coaches. Ja, das gefällt mir gut. Und dass es so spielerisch ist alles, das gefällt mir auch sehr gut. Doch, ich freue mich. Ich finde es einen sehr wertschätzenden Umgang hier miteinander. Und ich bin immer neugierig, wenn es wird ja jeden Tag eine neue Methode eigentlich vorgestellt fast. Also entweder man probiert sie aus oder sie wird theoretisch vorgestellt. Also immer wieder, und das kommt meinem Naturell sehr entgegen. Es ist sehr lebendig und sehr immer wieder so ein Input. Tschack, tschack. Und das finde ich sehr gut. Es ist nicht langweilig, sondern bereichernd und abwechslungsreich. Ja, man kann ja immer so zuhören, er redet ja auch unglaublich schnell und viel, aber das ist alles so fluffig und geht einfach zum einen. Ich gucke ihm gerne zu und höre ihm gerne zu. Und der ist sehr witzig. Man hat deswegen beim ersten Mal haben wir richtig viel gelacht.